hey ho und let's go mit Pizza Connection 3. Wir sind wieder in Sydney und ja, es läuft nicht so gut. Ich habe die Finanzen beobachtet und naja, wir kommen nicht wirklich hoch. Das heißt, obwohl ich den Kredit übrigens abbezahlt habe mittlerweile. Das heißt, ich muss eingreifen. Und das machen wir. Die machen ja ihre Pizzen extrem billig, machen drauf Verlust, aber juckt denen nicht. Vor allem, weil wir ja irgendwo sehen können, deren Finanzen, wo waren das? Konnte ich das nicht irgendwo sehen? Doch, erzähl mir nichts. Hier, ja, das Budget meins. Nur mickrig und vor allem der da geht ab 911.000. Der kann alles machen, was er will. Die anderen dagegen, oh, sind so viele Konkurrenten. Hä? Bin ich blöd? Das bin ich. Das ist der Uluru. Oben und unten jeweils ein Restaurant. Dreamtime, hier nebeneinander zwei Restaurants. Der Outback. Ein Restaurant hier und seinen blöden Pizzawagen. Der Dunde. Da und da. Wo ist Pizza Katura? Der hat kein... Stimmt, null. Nichts. Der hat kein Restaurant. Warum existiert noch ein Gegner? Der war nicht vorher in Sydney da, gell? Das heißt, er kann noch dazu kommen, eventuell. Ist vielleicht geplant. Gefährlich. Muss ich drauf achten. Ich mach Minus. Und ja. Das muss definitiv bearbeitet werden. Wie war das mit... Den hier kann ich sonst nicht sehen, gell? Nee. Na gut. Dann würde ich sagen, greife ich mal ein paar an. Ich weiß nicht genau, wo natürlich meine Ziele sind. Weil irgendwie manchmal kommen die stärker, manchmal schwächer. Erkenne ich kaum. Aber was soll's. Ich greife so oder so an. Ah, ich höre hier was brutzeln. Lecker. Dann würde ich sagen, den Pizzakarren von ihm kann ich schnell ausschalten. Ich denke nach... Ich kann geografisch vorgehen oder nach Gegnertyp. Ich würde sagen, den ersten Kampf mache ich beim Gegner erstmal. Diese Dinger habe ich, gell? Geschwindigkeit. Das finde ich übrigens super, diese... Wie heißt denn die Gemeinschaftsgeist? Das finde ich toll. So, dann zerstöre ich seinen Pizzawagen. Der wird ja komplett in die Luft gejagt. Das ist ja das Schöne. Das freut mich immer mehr. Wo ist vorne bei mir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo mein Gangster rauskommt. Ich warte, bis der Polizist weg ist. Dann greife ich das an. Ich greife aber, wie gesagt, alle an, dann... Ja. Kommen schon genug zu mir. Ich habe ja auch Forschungsstufe, sogar stärkere Leute. In dem Fall brauche ich ihn allerdings nicht. Ah, da ist vorne. Deswegen behalte ich mal den Schwächeren. Soweit ich weiß, die Vorteile sind Lebenszeit, Schaden. Das war es eigentlich schon, denke ich. Also nicht irgendwie schneller einen Schaden machen. Das wäre ja ganz nett. Aber das, denke ich, ist hier nicht inbegriffen. Ich bin auch auf der Suche. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Auf 1, 2, 3 Achievements. Die sind bisher sehr selten von der Steam Community gefunden worden. Prozentzahl ist bei 0,1% oder bei 0 sogar. Zum einen gibt es irgendwo einen geheimen Hippie-Wagen. Den muss ich finden. Ich tippe auf Berlin. Da schaue ich mich nochmal genauer um. Dann irgendwas mit Flappy Birds. Gibt es ein Minispiel? Alter, irgendwas haben sie mit der Explosion. Jedes Mal hängt es hier total. Ich weiß nicht warum. Naja, und 100 Punkte muss man in dem blöden Spiel. Also du kannst hier nicht durch. Oh Gott. Na gut, lauf halt außen rum. Ich meine, ich habe ihn, also warum soll ich ihn nicht benutzen? Und das ist das nächste Restaurant, also gehe ich da drauf los. Ich darf nicht so übertreiben mit den Gangstern, weil, ja, so viel Geld habe ich nicht. Ich habe immer am Ende des Tages 40.000 übrig. Und es geht runter. Wie gesagt, ich habe es beobachtet. Oh, und der Kerl läuft jetzt mir voll entgegen, gell? Ist er witzig. Oh, er läuft... Warum kann er in den Park und ich nicht? Kommst du jetzt da rein? Ah,
Ach, check dich nicht. Manchmal will er was, manchmal nicht. Solange wir hier in Ruhe unsere Angriffe planen und Ausschau halten natürlich nach den Geheimnissen des Spiels, würde ich sagen, der haut ab, sehr gut, können wir ein bisschen über die E3 quatschen. Die ist ja jetzt vorbei, war viel los. Mal mehr erfreuend, mal mehr enttäuschend. Ja, lauf weiter. Ja, und darüber dachte ich, können wir uns quatschen. Diesmal habe ich, weil jedes Jahr habe ich das Problem, vergesse ich leider große Highlights der E3. Diesmal habe ich mir alles notizhaft aufgeschrieben. Ja, und mal sehen, ob alles dabei ist. Ich habe ein paar Highlights aufgeschrieben, wobei auch ein paar Spiele dabei sind. Boah, geil, ich kann dem ausweichen. Wobei ich auch manchmal nur das Spiel aufgeschrieben habe und keinen Plan mehr habe, was es überhaupt war. Deswegen nenne ich euch nur die Highlights der Highlights. Ihr versteht, was ich meine. Und, schaffe ich es nochmal? Nein. Wird er gefangen? Ja, okay, der läuft irgendwie rum, aber er schafft es. Sehr gut. Ja, wird verprügelt. Solange kümmere ich mich weiter um die zwei Restaurants. Sind beide nebeneinander. Kann ich mit der U-Bahn-Station irgendwie tricksen? Hier sehe ich keine, gar keine. Ich finde übrigens, hier habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, dieser Pool ist hier ganz cool. Einfach so mitten im Strand. Finde ich geil. Hat was. U-Bahn ist hier zumindest. Okay, okay. Habe ich neben einem Restaurant eine U-Bahn-Station? Dann ist es vielleicht besser, damit anzugreifen. Ich sehe leider keine. Wo ist noch ein Restaurant? Echt? Sind die nicht neben den U-Bahn? Zähl mir nichts. Hi. Du stehst mir ein bisschen im Weg. Ah, doch, hier, natürlich. Jetzt sehe ich eins. Gut. Dann kümmere ich mich um den Angriff auf die beiden. Vor allem die Öfen müssen zerstört werden. Ich will beobachten, ob sie diesmal es neu kaufen oder nicht. Hier, und mein Freund hat das schon nachgebaut. Nein. Ich beobachte ihn weiter. Wenn er komplett ausfällt, natürlich vorteilhaft für mich. Dann machen wir hier weiter mit zwei Handlangern am besten. Keiner da. Na, doch ein paar da, aber na gut. Ich brauche zwei definitiv. So schnell bin ich mit dem einen nicht. Komm her. Komm her. Oh, nein, komm nicht her. Oh, und da kommt sogar einer raus. Die wollen echt nicht, dass ich gewinne. Fangen wir mit der Pressekonferenz von EA an. Und zwar... wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ja mitten im Angriff. Kleine Störung passieren manchmal. Das lässt mich aber nichts von meinem... nicht von meinem Sieg abhalten. So. Deutsch gelernt. Oh. Das war ja komisch. Da war ein Kurzpolizist und ist wieder abgedreht. So, kommt her. Zurück. Oh toll, der kommt direkt her. Der kommt direkt her. Nein, er kommt nicht her. Nein, da kommt ein anderer. Was ist das? Lasst mich doch da durch. Geh rüber, geh rüber. Nein, nicht hierher. Nicht hier. Oh. Ich habe für die 2000 jeweils bezahlt. Komm her, komm her, komm her. Gut. Wo ist der Knopf für Pause? Ich kann ja mit der Tastatur auch ein bisschen arbeiten. Mache ich nur nie. Weil ich nie so schnell brauche. Wen? Der macht Witze. Oh, das ist doch witzlos. Oh, ja, das ist toll. Nein, nicht du. Oh, das hier geht alles schief. Was soll das? Na gut, dann reden wir so lange über die E3, solange ich hier hin und her latsche. EA Pressekonferenz. Was sie zwar nicht... Oh Gott, das ist doch ein Witz.
Als ob sie wüssten, dass ich hier bin. Ich komme hier nicht weg. Achso, hätte ich da durchgehen können durch den Schlitz da. In Sims 4 haben sie ja die vier neue Jahreszeiten gezeigt. Beziehungsweise kurz davor eigentlich, vor der Pressekonferenz. Fand ich ganz nett vom Design, vom Humor her. Ganz witzig. Ich denke, ich hatte vor kurzem das Thema mit Sims 4. Oh Gott! Ich komme hier nicht weg. Mit Sims 4 hatten wir das Thema, deswegen... Jetzt los. Geil. Der kann einfach durch Autos gehen. Echt, halten die Autos nicht für die Gangster? Finde ich ja interessant. So, jetzt komm her. Rüber, 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 rüber. Bis wohin? Da. Oh, toll. Da kommt gerade einer. Hau ab, hau ab, hau ab. Wehe, du fängst meinen. Sehr gut. Hat geklappt. Habe ich zwar nur einen jetzt zur Auswahl, aber na gut. Ganze Aufwand umsonst. Jetzt gucke ich nochmal wegen den Autos. Doch. Ah, ne. Pika, 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 pika. Das geht total in die Hose. Dann machen wir es halt anders. Machen wir es von hier. Muss ich nochmal zwei mehr anheuern. Oh, haut doch ab. Warum so viele Polizisten hier? Was ist das? Was habe ich euch getan? Sah auf jeden Fall sehr interessant aus mit den Jahreszeiten. Und irgendwann werde ich mir Sims 4 definitiv auch holen. Da habe ich zu viel in meiner Kindheit mit Sims gespielt, dass ich das einfach an mir vorbeigehen lassen könnte. So. Da kommst du auch her. Unrival 2 haben sie auch vorgestellt. Ich habe mir Unrival 1 damals angesehen, habe es mir aber nicht geholt wegen den Kriterien, dass es sehr, ja, zwar innovativ, aber gleichzeitig einfallslos ist. Weil man macht nichts in dem Spiel, soweit ich weiß, außer tatsächlich von A nach B laufen, ohne große Hindernisse, Rätsel etc. Ist nicht meine persönliche Meinung. Ich weiß, wie gesagt, nicht viel darüber, ich habe nur es gehört. Falls es natürlich stimmt, dann, ja, dann ist das Spiel natürlich nichts. Dennoch würde ich das Spiel doch gerne spielen, aber dann müsste es billig im Angebot sein. Aber wenn sie die Fehler, falls die überhaupt existieren, in Unrival 2... Alter, wie sieht's hier aus? ...komplett ausgemerkt haben... ...dann ist es natürlich super und ein Grund mehr, sich den zweiten Teil zu holen. Den kann man ja auch zu zweit spielen, finde ich sehr gut. Passt perfekt zu dem Game. Viele haben auch gesagt, passt perfekt zu Switch. Und genau dafür kommst du ja nicht raus. Leider, leider, leider. Du gehst weiter. Und zerstört, aber ich denke, das Restaurant sah sowieso nicht so gut aus. Da hatte ich keine große Konferenz. Konkurrenz. So. Komm her. Zerstören. Alles tote Hose hier. Mach kurz Pause, damit ich alles koordinieren kann. Du kannst gerne nochmal angreifen. Und du kannst... Hier. Werde ich mir ansehen und ja, vielleicht ein gutes Let's Play-Projekt geplant. Klingt sonst nichts Interessantes bei EA. Jedenfalls nicht von meiner Seite aus. Noch eins zerstört. Machen wir weiter mit Microsoft-Konferenz. Die mochte ich mit von der Aufmachung her. Ori and the Blind Forest, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Bekommt ihr seinen Nachfolger? Was ist mit dem Koch los? Sieht seltsam aus. Finde ich natürlich super. Ich denke, ich besitze es auf dem PC sogar. Würde ich mich freuen, das auch zu Let's Playen. An sich ein super Spiel, auch wenn es ein bisschen schwer ist, aber mir gefällt es sehr. Und natürlich ein zweiter Teil ist der Hammer.
So, hier haben wir sabotiert, hier haben wir sabotiert, hier haben wir sabotiert. Hier, du, mein Freund, hast... Bist so sicher? Na toll, dann habe ich wieder das Problem. Habe ich echt kein gescheites Restaurant in der, wirklich in der Nähe von U-Bahn-Station. Also wirklich näher, näher. Wenn ich über die Straßen muss, ist natürlich affig. Das ist nicht nah, wenn ich 20 Polizisten ausweichen muss. Hm. Nee. Ich sehe nichts Besseres. Na gut. Dann. Nächster Angriff. Im Moment ist ruhig. Ja, ich habe irgendeinen Ganoven. Wo ist denn der? Warum wurde der nicht verhaftet? Dann mach weiter kaputt. Hab nichts dagegen. Ich meine, wenn, dann denn. Aber es sieht eh alles total kaputt hier aus. Oh Gott, ich habe sogar komplett zerstört. Wie geil. Ja, ist natürlich auch eine Methode. Nicht nur die Öfen muss man sabotieren. So, jetzt kommen die Polizisten. Sehr schön. Gucken wir mal kurz bei dem anderen vorbei, was bei dem so läuft. Der hat seinen Ofen immer noch nicht repariert. Sieht sehr gut aus für mich. So, dann wie gesagt, probiere ich es hier ein zweites Mal. Wenn die Präsenz nicht so hoch wäre. Greifen die mein Restaurant an oder warum sind die so aggressiv hier? Ich muss warten. Jedenfalls Ori, 2019 kommt der zweite Teil raus. Freue ich mich richtig drauf. Hoffe, der ist genauso innovativ und vor allem die Musik hat mir sehr gut gefallen. Hoffe, die ist genauso gut dann. In meinem Bekanntenkreis ist Fallout in letzter Zeit das große Thema. Fallout 4. Bisher habe ich mich nicht großartig damit auseinandergesetzt. Deswegen dachte ich, ich gucke mal ein bisschen rein. Ich habe mir sogar Fallout 4 ausgeliehen. Wobei ich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, es großartig zu zocken. Aber es hat mein Interesse geweckt, wie gesagt. Und Fallout 76 ist ja jetzt groß im Gespräch. Vielleicht wird es auch was. Ist natürlich die Kriterien zwiegespalten, weil manche sagen, online könnte nicht so gut laufen, andere sagen, yippie. Ich bin gespannt, wie sich's entwickelt und ja. Ich persönlich, ich muss halt wissen, wie es funktioniert. Weil wenn man sich dauernd auf die Nerven geht in Fallout, soll ja nicht sein, aber wenn es letztendlich trotzdem passiert, dann eindeutig das Ziel gescheitert. Beeil dich, ich will hier weg. Und ja, deswegen behalte ich meine Meinung noch dazu offen, wie gesagt, bis was Konkreteres da ist. So, jetzt komm her, wir gehen dahin. Gut. Captain Spirit wurde angekündigt, ist ja gratis. Als eine Art Life is Strange 1.5. Sieht auch nicht schlecht aus, ist gratis, wie gesagt, also kann man sich kostenlos runterladen und ja. Hat sogar ein paar, ich weiß nicht, was man das sehen soll, Andeutungen zu Life is Strange 2 und soll natürlich auch die Zeit bis dahin überbrücken. So, ab geht's. Werde ich mir definitiv auch mal ansehen. Ich habe ja bisher auch noch nicht, wie hieß es? Life is Strange Before the Storm angesehen. Klar, natürlich. Das Highlight bei Life is Strange war für mich das Zeitreise-Element, das in Before the Storm nicht mehr existiert. Aber ja, das war ja nicht das einzige Gute. Vor allem die Musik, die fand ich ja cool. Aber auch die ganze Story und so. Und das Spiel ist ja nicht umsonst so beliebt. Und schon liegt die Pizza am Boden. Ja, genau, heb sie auf und gib sie denen. Typisch. Jetzt zerstöre hier alles schön. Nein, ich habe dich unterbrochen, Mann. Was haben wir sonst noch? Shadow of the Tomb Raider wurde dort auch gezeigt. Bin ich natürlich sehr scharf drauf. Mein Let's Play zu Rise of the Tomb Raider läuft. Das erste von der Trilogie habe ich ja übersprungen. Kenne ich aber, keine Sorge. Und na, ich finde das erste sogar besser als das zweite. Mal sehen, wie das dritte reinpasst.